In jener Zeit kam Jesus zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zum sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was wir nicht kennen, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, das ist der Gesalbte Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, ich, der mit dir spricht. Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei Jesus zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Brüder und Schwestern in Christus, das heutige Evangelium ist auch eins der bekannten, wo Jesus diese Samariterin trifft. Ich habe einen Professor in Graz gehabt, der hat, weil da geht es auch um das Wasser, ja, so einen dicken Wälzer über dieser Stelle eigentlich geschrieben. Aber wir machen es heute ein bisschen kürzer, weil das würde vielleicht den Abend doch ein bisschen verderben, wenn man das Ganze unter die Lupe nehmen sollte. Wenn wir heute die erste Lesung hören, begegnet man den Israeliten. Die sind schon aus Ägypten ausgezogen, über das Rote Meer gegangen, also keine große Gefahr mehr, aber trotzdem sind sie unzufrieden. Naja, die haben das Ganze, glaube ich, nicht so gut durchdacht. Also, ja, wir fliehen aus Ägypten, toll. Alle haben gepackt, mit ein bisschen Angst. Die wurden verfolgt von den Ägyptern. Aber dann haben sie es geschafft. Toll, wir sind entkommen. Und dann doch, da fehlt uns doch was. Wir sind in der Wüste. Wasser, kein Wasser da.
Und da offenbart sich wieder Gott, wo sie ihren Mangel gespürt haben. Vielleicht auch ein bisschen Mangel an Verstand. Hätten sie das ein bisschen besser vorbereitet und auf Mose gleich gehört, hätten sie vielleicht gescheit gepackt. Nicht nur das Gold von den Ägyptern ausgeliehen, schön eingesteckt und verschwunden, sondern auch Vorräte gemacht. Aber sie haben nicht nachgedacht oder das war nicht im Gottesplan, das wissen wir nicht so ganz genau. Sie sind in der Wüste und werden durstig. Und wer ist schuldig? Mose. Ja, man sucht im eigenen Leben für die eigenen Fehler, die man macht, immer Sündenböcke. Das ist einfach, jemanden zu finden, der schuldig ist. In der Pfarre ist es immer der Pfarrer, der schuldig ist. Das bekomme ich oft genug von meinen Pfarrkindern zu spüren. Ja, so wenige Leute kommen zu uns in die Messe. Das liegt sicher an dem, wie ich die Lieder auswähle, dass bei uns die Liturgie so anstrengend ist und so weiter und so fort. Also entweder bin ich es oder jemand andere. Ich beschwere mich nicht, mich juckt es wenig. In der Diözese ist es der arme Bischof. Ja, der ist ja vom Opus Dei, da muss alles schief laufen. Unser Bischof ist vom Opus Dei und deswegen ist er auch ein guter Bischof, weil er dort geformt wurde, weil er dort seine Berufung gefunden hat. Einen so geduldigen Bischof wie unseren habe ich noch nicht getroffen, könnt mir glauben. Letztens ist er spazieren gegangen, das haben mir heute meine Leute erzählt, er ist irgendwo spazieren gegangen, wo der Wind so gegangen ist. Und die haben ihn aufgegabelt, einfach so, der ist eingestiegen, ließ sich ein Stück weit mitnehmen. Ein ganz angenehmer Mensch. Aber er ist immer schuldig an allem, was in der Diözese schiefläuft. Jemand muss ja die Verantwortung tragen. In der Gesamtkirche ist es immer der Papst, naja, der jetzige nicht, der ist ja nett, aber da ist die böse römische Kurie, die sind an allem schuld. Und vielleicht sind es deine Entscheidungen, die die Unzufriedenheit in dir manchmal aufsteigen lassen. Vielleicht, na frag dich, na, vielleicht, ich sage nicht, dass es so ist, aber vielleicht ist es so. Wir sehen es an den Israeliten. Die werden ja von Gott geführt, na, also auf Gottes Geheiß werden, gehen sie aus Ägypten hinaus. Aber trotzdem, ein bisschen Verstand konnten sie dabei benutzen. Und sich überlegen, wie überleben wir in der Wüste? Das war klar. Der wird uns durch diese Wüste führen. Haben sie nicht gemacht und dann jammern sie. Im Evangelium ist es ein bisschen anders, aber wir begegnen da Jesus und dieser Frau auch in einer ähnlichen Situation. Da geht es also augenscheinlich auch um das Wasser. Sie sitzen an einem Jakobsbrunnen, der ist ja ganz bekannt gewesen. Und diese Frau ist in so einer ähnlichen Lage wie diese Israeliten, die ausgezogen sind und einen Mangel spüren. Das ist eine Samariterin. Naja, Jesus ist in Samarien, nichts Besonderes, da gibt es ja Samariter. Und das haben wir in dem Evangelium nicht gehört, weil ich die Kurzfassung genommen habe. Die lange ist wirklich lang. Ihr könnt es nachlesen. Ist das vierte Kapitel im Johannesevangelium. Aber sie ist auch eine arme Sau eigentlich, diese Frau. Die lebt in diesem Ort und sie ist die Letzte. Also die ist zuerst eine Frau. Da ist schon mal arm dran von Geburt an in der Zeit Jesu. Heutzutage in manchen Gegenden auch so. Man hört nicht auf sie, wie sie eine Frau. Nicht glaubwürdig, wenn sie jammert. Noch dazu, das haben wir im vierten Kapitel des Johannesevangeliums berichtet, ist sie mit 5 Männern zusammen gewesen. Also nicht 5-mal verheiratet, aber die hatte 5 Männer. Für uns heute geht's noch, obwohl manche das nicht so gerne sehen würden. Aber
Ja, also zur Zeit Jesu war das wirklich schlimm. Ja. Also wenn der Mann gestorben ist, das Gesetz der Juden hat es zwar vorgeschrieben, da soll der nächste männliche Verwandte sie heiraten, wenn sie keine Kinder hat, damit sie jemanden hat, der für sie sorgt und so weiter und so fort, gab es Regelungen. Aber nein, also eigentlich heiraten zweites Mal war nicht drinnen. Und ohne heiraten, das ist schlimm. Und dann noch fünf dazu. Eine Hure. Die haben sie in ihrem Dorf sie so genannt. Also sie ist wirklich arm dran. Eine Frau, ihre Lebensweise ist nicht so akzeptiert von anderen. Und was geschieht da? Gott offenbart sich ihr, nicht irgendjemand anderen, sondern ihr, die sie auch an diesem Jakobsbrunnen ist. Und sie darf auch als Letzte aus diesem Brunnen schöpfen, ne? Weil sie nichts wert ist in ihrer Gemeinde. Gott kommt zu ihr. Das ist etwas, was die Kirche seit 2000 Jahren verkündet. Das bringt auch unser jetziger Papst ein bisschen mehr zur Sprache. Die Armen sind der bevorzugte Ort, wo sich Gott offenbart. Man kann es noch ausweiten. Da, wo du in deinem Leben arm bist, aber wirklich arm, eine arme Sau, wo du spürst, ich bin der Letzte, die Letzte, da ist Gott in deinem Leben am ehesten zu erfahren. Am einfachsten. Sicher, man kann Gott auch im Glück finden, in Zufriedenheit. Aber das ist nicht so einfach. Deswegen haben die Reichen zur Zeit Jesu ihm nicht so gerne zugehört. Und die Armen haben sich danach gesehnt, ihn zu hören, weil ihnen etwas gefehlt hat. Man soll die Armut nicht glorifizieren. Armut ist schlecht. Die soll es nicht geben. Gott will sie nicht. Deswegen sind wir hier auf dieser Erde. Aber in einem Zustand, wo man einen Mangel erfährt, da wendet sich der Mensch automatisch zu Gott. Das ist ganz einfach. Wenn es einem schlecht geht, wenn man krank ist, dann betet man. Dann bete ich etwas, dann vielleicht werde ich gesund. Wenn man verfolgt wird, dann betet man. Oh, lieber Gott, ich bin so arm. Alle nerven mich, die verfolgen mich, die verurteilen mich. Na, aber mach, dass ich standhaft bleibe. Es ist nichts Schlechtes, auch wenn ich es ein bisschen lächerlich mache. Da erfährst du Gott. Schau auf dein Leben in diese Fastenzeit, wo es in deinem Leben mangelt, wo du wirklich spürst, da komme ich nicht weiter, da bin ich arm, da bin ich armselig. Da bin ich wie diese Frau, der Jesus begegnet, wo eine Sünde in meinem Leben wirklich auch Einfluss auf dieses Leben nimmt. Ihre Lebensweise war eine sündhafte, kann man annehmen. Und das hat ihr Leben direkt beeinflusst. Deswegen war sie eine Ausgestoßene. Also das ist das Erste, was man heute sehen sollte in diesen Lesungen. Gott wirst du da sehr schnell erfahren, zu spüren bekommen, wo es in deinem Leben mangelt, wo du selbst eine arme Sau bist. Und das Zweite, was man in diesem Evangelium lesen kann, ist, was später geschieht. Das ist ein bisschen komisch, wenn man das liest. Zuerst geht es um das Wasser, das ist ja was Schönes, und dann plötzlich geht es um die Frage Messias. Wer ist der Messias? Und Jesus offenbart sich dann dieser Frau und sagt, ich bin es, auf den ihr wartet. Ich bin der Messias. Ich bin der, den ihr anbetet, obwohl ihr mich nicht kennt. Und die Juden tun es in Jerusalem, aber die kennen mich auch nicht. Ich bin der lebendige Gott. Er kommt zu ihr
und erweist ihr Güte. Irgendwie berührt ihr ihr Herz. Wir wissen nicht, ob da ein Lebenswandel bei ihr stattgefunden hat, aber auf jeden Fall, was macht diese Frau? Die geht in ihr Ort zurück und erzählt den Leuten von dieser Begegnung mit ihm. Da ist einer, ein Jude, der ist zu mir gekommen, wollte von mir Wasser, obwohl er weiß, dadurch wird er unrein. Er hat sich mit mir abgegeben, mit mir, die ich die Letzte im Dorf bin. Was passiert da? Plötzlich laden diese Leute Jesus in ihr Dorf ein. Auf das Wort dieser Frau, die nichts bedeutet hat in diesem Dorf. Sie wird die Erste, die die Liebe Gottes den Leuten dort verkündet hat. Das ist erstaunlich, wie Gott sich solche Menschen auspickt. Und nichts gegen die guten Katholiken und die wirklich schön und heilig zu leben versuchen. Aber Gott irgendwie benutzt vielmehr diese Leute, die einen großen Lebenswandel machen können, die ganz arm dran sind. Schaut euch die Heiligen an. Die meisten von denen, die hatten kein schönes Leben geführt. Der heilige Franz von Assisi war ein Halunke. Waren nur Partys bei ihm. Nichts mehr im Kopf. Und dann plötzlich die Begegnung mit Jesus und alles hat sich verändert. Und sowas tut Jesus hier mit dieser Frau. Also suche bewusst das, was in deinem Leben arm ist, wo du wirklich armselig bist. Und lass dich von Jesus berühren. Dann wirst du, so wie diese Frau, die Erste und der Erste sein, der seine Liebe verkünden kann und es auch tut. Weil wenn jemand die Liebe Gottes erfährt, auf diese Art und Weise, wie diese Frau das erfahren hat, mit ihr wollte niemand reden. Und diese einfache Zuwendung, Jesus setzt sich einfach an diesen Brunnen und redet mit ihr, als ob die Welt heil wäre. Diese einfache menschliche Geste verändert alles in ihrem Leben. Plötzlich hat sie den Mut, den Leuten in ihrem Dorf darüber zu erzählen, was da passiert ist. Ihr müsst es euch vorstellen, diese Frau, die höchstwahrscheinlich von allen verachtet wurde, die traut sich davon, den Menschen zu erzählen. Hört mal zu, da ist an diesem Brunnen mir einer begegnet, der hat mit mir geredet, ein Jude noch dazu. Der hat mich ums Wasser gebeten und ein toller Mensch. Das ist das, was Jesus mit uns machen will. Uns so an diesem Brunnen antreffen, an so einem Brunnen in unserem Leben, wo man sich als Letzte anstellen muss, wo man warten muss und wo man von ihm das erfährt, wonach man sich wirklich sehnt. Was es ist, musst du selber entdecken. Das ist nicht einfach. Aber ich lade euch dazu ein. Schaut, wo in eurem Leben dieser Mangel ist, diese dürre Wüste, dieser Durst, wo ihr selber spürt, da bin ich armselig. Und versucht dort, genau dort, Jesus zu finden. Lasst euch von ihm berühren und erzählt es weiter von dieser Berührung. Es ist auch der Sinn der Fastenzeit, ihn zu suchen, ihn zu begegnen, das Leben zu ändern.